Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wulong Fallen Dynasty. Wer hätte das gedacht? Ich schaff's nicht. Wir müssen den jetzt auch irgendwie klein machen, den süßen, großen Tiger. Ich kann sonst nicht in Ruhe schlafen. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt hier dauert. Auf jeden Fall dauert's länger, glaube ich, wie dieser Jüngling und der Junge mit der Augenmaske oder wie der Typ da hieß. Der war auch schon Sackgang, aber das hier ist nochmal was anderes. Wir befinden uns in einem Wäldchen und der Junge mit Augenbinde, der gibt uns irgendwelche Prüfungen auf hier. Prüfung des geduckten Drachen machen wir ja gerade. Es heißt, dass jene mit dem Elixierfeld des Drachen seit uralten Zeiten gegen Dämonen kämpfen, um ihr Können noch weiter zu verbessern, ihre wahre Identität zu verbergen und ihre unfassbare Macht zu beherrschen. Nur jene, die einen Eid mit Ying Lang geschworen haben, dürfen sich dieser uralten Prüfung stellen. Wir haben extrem viel Ki verloren. wir gucken jetzt einfach mal. Also es war ja das eine Mal echt knapp. Es war so knapp, ich hätte mir in den Arsch beißen können. So, aber gestern bei Demon's Souls lief es ganz gut. Vielleicht denke ich mal dran, ich mache euch den Livestream oben in der Ecke. Da haben wir tatsächlich fünf Bossgegner geledert. Und einen davon habe ich sogar alleine gemacht. So, guck mal, wie weit wir jetzt hier kommen. Das fängt schon mal gut an. Er sieht so cool aus. Aber er ist eben halt böse. Und er möchte nicht mit uns befreundet sein. Und jetzt hat er uns tot gemacht. Was er nur für einen schönen Bart hat. So, wir gucken uns das jetzt hier mal eine halbe Stunde an. Vielleicht klappt es hier irgendwann. Kann er... Ich vergesse mal, dass ich springen kann. Kann ja nicht sein, dass der schwieriger ist wie der Lu Bu oder der Auge mit der... Nee, der Junge mit der Augenklappe. Also, meistens sehen die überhaupt nichts, was hier los ist. Also. Ah, das hat er mich doch getroffen. Ach, scheiße das. Der vereint praktisch alles in sich, was ich nicht leiden kann. Okay, ich muss erst mal reinkommen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es dann, wenn ich eine Pause gemacht habe, besser klappt. Bei Wudubu war das so. Da war ich zu langsam. Gegen 20 ist eben halt auch nicht so unbedingt das Beste. Aber wenigstens müssen wir nicht alles nochmal machen. Oh oh.
Oh oh. Oh nein! Diese Phase mag ich nicht. Oh, jetzt bin ich weggekommen. Könnte eine längere Angelegenheit werden hier. Oh oh. Im Grunde genommen macht er die Attacken ungefähr wie die Kleinen. Mit dem kann ich ja auch nicht schon nicht klar. Wissen wir ja. Ich muss den da angreifen. Ah! Jetzt hat er mich sogar mit dem doofen Angriff gekriegt. Au, seh nix. Jetzt hören wir auf hier. Ich kann hier nur noch gucken. Nein, so trifft er mich auch. Obwohl ich voll weit weg war. Hilfe, ich sehe nichts. Oh Gott! Mist, die Kacki. Da
will mir mit tanzen, glaube ich. Oh. Also. Oh. Das ging aber gestern besser. Oh. Mistikaki. Ich muss jetzt mal das lassen. Ich muss das direkt zu Anfang machen, dann kann ich zweimal mein Dings rufen. Eigentlich müsste ich die ganze Zeit an ihm dranbleiben. Nein! Oh. Thank you.
Ah, oh, Mann. Ich muss da weg. Genau. Thank you.
Oh, das war knapp jetzt. Oh nein, es lief so gut. Okay, also das hat mir schon gar nichts gebracht. Oh. Hector. Du Dreckvieh. So, ihr Lieben. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Es ist interessant, dass dieser Kampf schwerer ist wie der Bosskampf vom Hauptspiel. Es ist ja noch das Hauptspiel, aber von der Storyboss. Irgendwie ist der hier schwerer. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und natürlich bis morgen. Tschüss.